Hallo und herzlich willkommen zu Frostpunk. Ich grüße euch. Ja, ich möchte eigentlich jetzt die ultimative Aufnahmesession machen und zwar das Spiel jetzt komplett so weit durchspielen, entweder ganz durchspielen oder bis zum Tode. Ich habe noch eine Sache festgestellt, als ich diese letzte Folge geschnitten habe. Mal abgesehen davon, dass ich ein paar kleine Fehler gemacht habe, ist mir vor allem aufgefallen, dass ich überhaupt keine Forschung eingestellt habe. Außerdem möchte ich eine Behauptung zurücknehmen, die ich im Laufe der letzten Folge gemacht habe. Und ich behaupte sofort das Gegenteil. Natürlich möchte ich noch weitere Automatonen haben. Im Moment wird es nur ein bisschen schwierig, ganz einfach, weil wir zu wenig Stahl haben. Und auch in, ich sag mal, überschaubarer Zukunft nicht so viel Stahl zur Verfügung haben werden. All dieweil wir eben diese Flüchtlinge hier irgendwo unterbringen müssen. Jetzt machen wir aber erstmal eine Forschung. Und da schaue ich mal, wir sind jetzt hier im dritten Ring. Das habe ich schon erforscht, das ist gut. Was haben wir denn hier? Das macht die billiger, ne? 20 Holz und 20 Stahl kosten sie dann weniger. Das ist schon mal sehr interessant. Hier, das hatte ich glaube ich gesagt, das bringt nichts. Das bringt tatsächlich nur etwas, wenn man Kohlehaufen, Holzkisten oder Stahltrümmer sammelt. Ansonsten bringt das nichts. Ich weiß gar nicht, warum sie die hier reingebaut haben. Ja, bis du im dritten Ring bist, da hast du keine Holzkisten oder Kohlehaufen oder sowas noch aufzusammeln. Mag sein, dass das für spätere Versionen des Spiels möglich ist. Hier macht es keinen Sinn. So, was haben wir denn hier noch? Dann das. Das können wir einfacher gestalten. Ist nicht so dramatisch wichtig. Ich würde fast sagen, ich finde eigentlich den Kohlebau noch besser als den Kohlegenerator. Der Kohlegenerator ist dann immer eine gute Alternative, wenn man viele Leute hat, aber keine Dampfkerne. Wir kriegen aber jede Menge Dampfkerne, deswegen werden wir den auch entwickeln. Und werden auch zusehen, dass wir hier auf jeden Fall vorankommen. Außerdem müssen wir dann doch in den nächsten Ring rein. Lass mal laufen hier. Genau. Als allererstes schauen wir mal Häuser. Sind die alle ausgebaut? Nein, die sind noch nicht alle ausgebaut. Hier haben wir noch ein paar Baracken. Aber wir haben nur noch die paar hier einzubauen. Wir machen jetzt hier die Häuser fertig. Da ist noch eine Baracke. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Die zweite Welle. Flüchtlinge. Eine weitere große Gruppe von Flüchtlingen ist angekommen. Sie sind in einem schlechteren Zustand als die vorherige Gruppe. Viele von ihnen haben Frostbeulen und alle reden über einen schrecklichen Sturm, der vom Süden kommt. Nansen führte uns nach Norden, da er die Arktis jahrelang erforscht und gelernt hat, hier mit natürlichen Rohstoffen zu überleben. Aber niemand konnte ahnen, was auf uns kommt. Sollen wir sie hereinlassen? Ja, wenn wir sagen, jeder ist willkommen, kommen 70 Personen, 25 davon sind krank, 25 schwer krank, ach du liebes bisschen. Die Unzufriedenheit steigt. Wenn wir nur die Gesunden nehmen, kommen 20 Personen rein. Die Unzufriedenheit steigt leicht an, die Hoffnung sinkt leicht und wenn wir sie wegschicken, sinkt die Hoffnung. Wir nehmen alle. Ich bleibe meiner Linie treu und versuche, alle zu retten. Hier haben wir, glaube ich, zwei. Nee, das ist ein Pflegeheim. Da ist das Kinderheim. Das Speisehaus. Wie sieht es denn mit der Versorgung aus? Da ist das Speisehaus. Wie sieht es denn mit der Versorgung aus? Insgesamt sieht es eigentlich gut aus. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fliegende Jäger, die also 240 Rohnahrung besorgen. 480 gute Versorgung, gute Nahrung ist das. Ist ein bisschen weniger, als wir jetzt an Bevölkerung haben. Das bringt uns aber nicht um. Ja, das bringt uns echt nicht um.
So, und wir müssen jetzt noch 80 Personen unterbringen. Naja, mussten wir am Anfang des Spiels auch schon mal. Da haben wir es auch hinbekommen, dann kriegen wir das jetzt auch hin. Ich bin einfach mal gnadenloser Optimist. Wir müssen allerdings noch die Dampfkerne nachher umbauen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Denn der innere Rahmen, der innere Bereich wird ja ganz gut gewärmt. Ach, hier sollen ja hier sollen die Krankenhäuser hin, ne? Dann bauen wir die jetzt hier hin. Da haben wir zwei, ja, da sind sie doch eigentlich ganz gut. Na, pass auf. Eins. Zwei. Okay, eins. Eins. Uns fehlt ein wenig Stahl. Und wir brauchen jetzt auch nur noch 50 unterbringen. Da waren noch ein paar Häuser in der Mache sozusagen. Hatte ich nicht, ist mir nicht da auch vorhin was aufgefallen? Na, hier ist eigentlich warm genug. Das ist alles soweit okay. Nö, können wir alles soweit lassen. Ja. Also wir müssen jetzt einfach nur zusehen, dass wir den Schutz hochkriegen. Den Kälteschutz, den müssen wir unbedingt entwickeln. So. Dann fehlt uns mal wieder Stahl. Da kommt ein Dampfkern. Okay. Eine Überlegung, die man natürlich auch noch anstellen könnte. Wir haben ja nicht genug Kohle. Warum haben wir nicht genug Kohle? Weil ich nicht genug Kohle abbaue. Offensichtlich. Das ist nicht gut. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Die bauen wir jetzt. Das ist gut. Die Kohleminen. Dann können wir nämlich hier noch drei Kohleminen bauen. Und wenn wir die entwickelt haben, können wir da auch ohne Probleme, kommen wir damit durch den Winter sozusagen. Ja, eine Überlegung wäre es noch, wir haben ja relativ viele Dampfkerne. Und auch wenn wir, lasst mich kurz überlegen, ich gehe dafür mal eben auf Pause. Ich weiß nicht, ob die Zeit immer weitergeht, habe ich noch nie verfolgt. Wir gehen mal kurz auf Pause und gehen dann in die Forschung rein. Was brauchen wir denn da? 75 Stahl. Haben wir natürlich jetzt zu wenig. Dampfkohlemine, Dampfgenerator. Die Stahlwerke haben wir. Die haben wir auch schon. Die sind auf 2. Wow. Sauber. So, das ist auch soweit entwickelt. Hier können wir das mechanisieren. Ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Die Überlastung brauchen wir auch nicht unbedingt. An für sich wäre jetzt der optimale Zeitpunkt, um die Differenzmaschine zu entwickeln. Das geht aber leider nicht. Also werden wir uns die Rationalisierung demnächst ein wenig leichter machen. Um leichter an Automatonen zu kommen. Warum will ich Automatonen haben? Eine richtig geile Sache ist, dass man die Automatonen in der nächsten Ebene zum Ingenieursautomaton entwickeln kann. Das heißt also, wir packen die schön in die Werkstatt rein, einen Automaton, und der forscht für uns rund um die Uhr. Ab und zu holt er sich mal ein bisschen Wärme. Aber ansonsten forscht er für uns rund um die Uhr. Und das ist nur vom Vorteil. Und in ein bisschen mehr als anderthalb Tagen. Ja, in anderthalb Tagen, ne? Hier haben wir noch ein paar Stunden. Geht's wieder runter, die Temperatur. Wir müssen also auf jeden Fall zusehen, dass wir hier die 30 Leute noch unterbringen. Und dass wir hier auch ausbauen. Eins. Und dann kommen hier schon die nächsten. So,
jetzt bringe ich meinen Gedanken endlich mal zu Ende. Eine Option wäre es, da wir ja relativ viele Dampfkerne haben, dass wir das abbauen. Die Kohle will ich auf jeden Fall lassen, ne? Also das Rohstoffdepot für Kohle, aber dieses Depot abbauen und hierhin verlegen, um hier einfach Stahl zu bekommen. 100 Stahl pro Tag. Extra. Das ist ein Automaton am Tag. Ja, das könnte man vielleicht mal machen, wenn wir, naja, ich sag mal so, bei 12 Dampfkernen sind. Weil das wird schon echt bringen. Das wird es wirklich bringen. Ja, und ansonsten müssen wir insgesamt unsere Produktion einfach anfeuern. Wir haben jetzt hier die Dampfstahlwerke. Ansonsten, wo baue ich denn eigentlich Holz ab? Baue ich überhaupt irgendwo Holz ab? Haben wir hier irgendwo... Ah ja, hier, okay. Da ist der Dampfbohrer, das ist okay. Da ist ein Automaton drin, ist gut. Hier haben wir auch zwei Automaton drin, ist auch gut. Ja, jetzt müssen wir hier noch zwei unterbringen, ne? Würde ich mal sagen. Das wäre dann auch gut. So, okay, weitermachen. Und wenn es geht, bitte noch ein Haus hier hin. So, wie viel brauchen diese Häuser eigentlich? 25 Stahl. Das wäre schon ganz gut, wirklich in die nächste Ebene zu kommen. Dann können wir nämlich einen neuen Hausentwurf machen. Und der braucht weniger Ressourcen. Ich sag ja, ist alles eine Frage der Ressource. Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Hier läuft eigentlich Produktion ja ganz gut. 5,3 ist auch wenig, ne? Wenn man sich das überlegt, 10,6 pro Stunde und das mit Maschinen, also. Naja, wenn es nicht schneller geht, geht es nicht schneller. Wir müssen leider warten. Wir können wieder ein Haus bauen. Das bauen wir direkt daneben. Jawohl. Und wir können auch ein Gesetz erlassen. Die Patrouillen haben wir ja, ne? Das sind wir hier Vorarbeiter. Auch nicht unbedingt schlecht. Was ist mit der Anpassung? Den Vorarbeiter, den werde ich mir mal gönnen. Warum nicht? So, jetzt wenn das Haus fertig ist, dann haben wir keine Obdachlosen mehr. Aber wir haben 78 Kranke. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. So, Minen. Kohleminen. Bau mal eine hier hin. Naja, ist egal wie. Nee, eigentlich ist das nicht egal wie. Einmal so. Und einmal so. Weil ich brauche auch noch eventuell Jäger und die möchte ich vernünftig anbinden. So. Gut, 80 Kranke. Meine Herren. Wie sieht das denn
ein Dampfjet, 20 Stahl. Dann können wir schon mal ein Krankenhaus bauen. 5 sind schwerkrank. Okay. Ja, wir sind natürlich auf solche Massen von Kranken überhaupt nicht eingestellt. Und werden das Ganze jetzt mal noch ein bisschen befeuern. Wir nehmen den jetzt weg. Ja, wir nehmen das weg und bauen dann gleich das dahin. Nee, lass mal eben. Das kriegen wir eh da nicht hingebaut. Wir bauen das einfach dahinter. Platz ist immer der gleiche, den wir verbrauchen. Dann bauen wir hier das Krankenhaus hin. So. Untergebracht haben wir alle. Hier können wir schon mal 3 Prothesen bauen. Woran forsche ich? Rationalisierte Automaton. Finde ich, ist eine gute Forschung. Wie spät haben wir es? 4.45 Uhr lohnt sich jetzt nicht, die Überstunde anzuschmeißen. Häuser. Da war noch was. Da war noch eine. Und da war noch eine. Und dann haben wir alle Gebäude in Häuser umgewandelt. Ja. Ja. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Zumal das jetzt echt knackig kalt wird. So. Habe ich. Ich habe 2 Automatonen noch übrig. Was habe ich? Habe ich gepennt irgendwie, während ich die Folgen gemacht habe? 2 Automatonen, tatsächlich. Ja, einer kommt da rein. Unfassbar. No time to waste. We've got work to do. So. Das sieht irgendwie kacke aus, ne? Wir machen das so. Ja. Unfassbar, ehrlich. So, Holz haben wir eigentlich genug. Essen sieht auch gut aus. Müssen wir nur die Rohstoffdepots ausbauen. Kohle ist nicht so gut. Das können wir besser. Ja. Die dritte Welle. Die dritte Gruppe von Flüchtlingen ist hier. Sie stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Sie sind von der Reise und der Pflege der Schwerkranken und Verletzten unter ihnen völlig erschöpft. Ihr Anführer Nansen ist nicht bei ihnen. Wir haben so viel wie möglich evakuiert. Aber viele, auch Nansen, blieben bei denen, die zu krank für die Reise waren. Der Allmächtige sei uns gnädig. Der große Frost kommt. Sollen wir sie hereinlassen? Und wieder das Gleiche. Wegschicken. Hoffnung sinkt. Na, nehmen wir nur die Gesunden. 10 Personen kommen dazu.
Die Unzufriedenheit steigt leicht an, die Hoffnung sinkt. Und nehmen wir alle, kommen 60 Personen, 50 davon sind schwer krank. Okay, die Unzufriedenheit steigt erheblich an und trotzdem werden wir das tun. Etwas zieht herauf. Sir, jetzt können wir selbst sehen, wovor die Flüchtlinge geflohen sind. Der große Frost kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Unsere Wissenschaftler sagen, sie können die Stärke des Sturms auf der Grundlage ihrer Beobachtungen berechnen. Sie brauchen nur 1 bis 2 Tage, um ihre Instrumente vorzubereiten und sie in der Signalstation aufzubauen. Okay. Ja, jetzt wird's also gemütlich. Der große Sturm kommt. Der kommt aber noch nicht sofort, deswegen machen wir uns jetzt auch nicht gleich in die Hose. Na, wird er nochmal fertig. Mein Gott, wird das alles hier lahmarschig gebaut. So, okay, wir werden. Irgendwie habe ich voll gepennt bei der Kohlebeschaffung. Nee. Gut, jetzt machen wir erstmal hier die Häuser. Da, hier kommt noch ein zweites Krankenhaus hin. Wir können eh nur ein Haus bauen. Aber eins ist besser als keins, ne? Hier ist, glaube ich, alles. Hier könnten wir noch gerade so drin sein. Ich fürchte aber, das wird alles nicht reichen. Da haben wir den Bereich für die Kranken. Hier hinzuziehen. So. Und jetzt macht man hier mit den Kohleminen langsam hin. Ist ja lächerlich, dass das so lange dauert. Ein Einwohner ist gestorben. Gut, fehlende Behandlung, klar. Tut mir auch leid, ich kann es nicht ändern. Ich kann keine Krankenhäuser herzaubern. Also, fertig. Rein da. Und was war das? Ach so, das war das Geräusch für die Kohlemine. Essen ist okay. Warte mal schauen wegen dem Krankenhaus. Nicht das kann ich hier so hinsetzen, ne? Dann setze ich das doch auch dahin. So. Ne? Dann haben wir noch ein Krankenhaus. 118 Kranke, 41 davon schwer. Okay, wie sieht's? Prothesen sind schon alle verbraucht. Dann bauen wir hier weitere. Drei. So. Das mit dem Hunger kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil da ist eigentlich noch genug da. Sagen wir, hier kommt keine Gruppe mehr. Gut. Haben wir alles erforscht? Nein! Wir haben noch längst nicht alles. Warum habe ich denn? Warum habe ich denn dann das eingestellt, sag mal? Oh, rein da. Was ist hier schon wieder? Schwerer Unfall. Sir, es hat einen Unfall gegeben. Ein Automaton ist auf einen Menschen getreten. Ach du Scheiße. Er hat sein Bein zerquetscht und ihn für den Rest seines Lebens zum Amputierten gemacht. Die Einwohner sagen, die Automatonen sollen sich langsamer und vorsichtiger bewegen. Auch wenn das auf Kosten ihrer Effizienz geht. Nein. Geht gar nicht. Keine Chance.
das Risiko müssen wir jetzt eingehen und wir müssen auch das Risiko jetzt erstmal hier eingehen. Erstmal hier, ja, einmal hier was hinschicken. Ist ja der Hammer. Und einmal hier was hinschicken. Ja. So. Und dann brauchen wir noch Gebäude. Und was haben wir hier? Krankenhaus. Auch fertig. Wunderbar. Rationalisierte Automaton erforscht. Auch gut. Ach, leck mich am Arsch. Warum kriege ich das alles hier nicht? Warum wird das nicht schneller? Auch nicht. Wir haben ein kleines Problem, was Stahl anbelangt. Ich glaube, wir sind hier soweit ganz gut aufgestellt wieder. Ja, da sind wir wieder im grünen Bereich. Aber beim Stahl haben wir ein Problem. Gut, wir mussten jetzt auch eine Menge Häuser bauen. Hier noch einen ran. Gucken. Ich muss immer noch Häuser bauen. Oh, ich möchte gerne forschen. Und hier wird es auf minus 70 Grad geht es hier runter. Okay. Erstmal die Kohle sichern. Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Auf jeden Fall wird es jetzt spannend. Bis hierhin müssen wir nach Möglichkeit die Häuser alle gebaut haben. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und wir brauchen noch viel, 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 viel mehr Stahl. Was haben wir hier? Eine Beerdigungszeremonie beginnt. Okay, dann macht eure Beerdigungszeremonie. Ja, ihr seht also, es gibt einiges noch, was wir machen müssen. Wir müssen auch die Dampfzentren versetzen. Beziehungsweise noch ein zusätzliches bauen, damit wir die Leute alle irgendwie dann auch schön warm unterkriegen. Also es gibt ein bisschen was zu tun in den nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid dabei und ja, lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen, wie das Ganze hier so weitergeht. Bis dahin sage ich ciao, macht's gut. Schön, dass ihr dabei seid. Euer Alien. Tschüss.